Herzlich willkommen bei Money Talks hier in der Lounge von Ballas Capital. Wir sprechen heute über die Frage, ob Wohn- oder Gewerbeimmobilien das bessere Investment sind. Und ich freue mich sehr, dass wir Markus Mendel von EHL Investments bei uns zu Gast haben. Ja, Florian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo Markus. Immobilien sind ja immer noch ein sozusagen heißes Anlagegut und viele Menschen wollen in Immobilien investieren. Was sollte man aus deiner Sicht generell überlegen, bevor man ein großes Investment in Immobilien startet? Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass man sich erst einmal darüber im Klaren ist, in welche Richtung soll das Investment gehen. Das heißt, welche Risikoallokation will ich in meinem Portfolio haben, in meinem Investment? Gehe ich eher in die sichere Richtung und gehe wenig Risiko oder möchte ich eine hohe Rendite erwirtschaften? Das geht logischerweise auch mit einem entsprechend höheren Risiko einher. Also ich glaube, das ist die maßgebliche Frage. Und dann gibt es natürlich entsprechend Präferenzen für bestimmte Assetklassen natürlich. Möchte ich eher im Wohnen mich bewegen? Möchte ich ins gewerbliche Segment? Und wenn ich im gewerblichen Segment bin, dann natürlich soll es im Einzelhandel sein, soll es im Büro sein oder vielleicht in einer Hotelimmobilie. Und da, glaube ich, ist der erste Scheideweg, den man gehen muss. Wo möchte ich mich hinbewegen? Da sind wir jetzt schon mit in unserem heutigen Thema, nämlich der Unterschied zwischen Wohn- und Gewerbeimmobilien. Bei Wohnimmobilien ist es ja so, dass man auch klein anfangen kann. Das heißt, man könnte mal ein kleines Zinshaus oder ein Wohnungspaket kaufen. Ist das bei Gewerbe-Erstinvestments auch möglich, dass man klein anfängt? Es ist definitiv möglich, vielleicht nicht so einfach wie im Wohnbereich, wo ich mir eine einzelne Wohnung kaufen kann. Im gewerblichen Bereich bin ich in der Regel vom Investmentvolumen, das ich investieren muss, würde ich sagen, grundsätzlich etwas höher. Aber natürlich kann man auch klein beginnen. Und es gibt viele Beispiele, die das auch genau so gemacht haben, ja, die vom Kleinen ins Große gewachsen sind. Wenn man Gewerbeimmobilien denkt, denken die meisten Menschen an das Mieterrisiko. Das heißt, du hast einen Mieter, Klumpenrisiko, wenn der ausfällt, ist Feuer am Dach. Bei der Wohnung herrscht die Meinung, dass man einen Mieter relativ schnell wieder findet. Stimmt das oder ist das auch ein Mythos? Also ich glaube, der Grundgedanke stimmt natürlich, wobei man das nicht verallgemeinern darf. Auch im Gewerbebereich bin ich dann nicht gezwungen, eine Gewerbeimmobilie zu kaufen, wo ich nur einen Mieter drin habe. Ich kann ein Gemisch oder ein Multitenant-Bürohaus kaufen. Ich habe viele verschiedene Mieter drin. Das heißt, das Risiko, das Leerstandsrisiko verteilt sich auf viele Mieter. Und ich habe natürlich dementsprechend auch eine Risikodiversifikation unter den Mietern drin. Im Wohnsegment ist es aber natürlich schon so, dass das Segment aufgrund der fundamentalen Nachfrage nach Wohnen als grundsätzlich sichereres Investment gilt. Allerdings zahlt man das auch. Ja? Also das macht sich ganz eindeutig in den Renditen bemerkbar. Ist es auch beim Quadratmeterpreis so, dass die Wohnimmobilien grundsätzlich viel teurer sind als die Gewerbeimmobilien? Beim Quadratmeterpreis scheiden sich die Geister. Da muss ich natürlich irgendwo zugrunde legen. Es gibt immer zwei Einflussparameter. Das eine ist die Miete. Wie viel Miete kriege ich pro Quadratmeter? Was ist die Rendite, die ich bezahlen muss? Und das definiert dann gemeinsam den Quadratmeterpreis, da ich im gewerblichen Bereich oftmals Mieten habe, die bei 15, 17, 20 oder noch höher sind, kann sich das Ganze natürlich auf den Quadratmeterpreis gerechnet dann ein bisschen umdrehen, obwohl ich tendenziell höhere Renditen habe. Also man kann es nicht verallgemeinern, sondern es kommt wirklich auf die spezifische Immobilie und Nutzungsart an. Jetzt sind im Gewerbebereich sehr viele Profis unterwegs, wahrscheinlich auch, weil die Beträge viel größer sind, die Volumina sind höher, es ist vielleicht auch ein bisschen komplexer. Würdest du einem privaten Investor, der auch genügend Geld hat, überhaupt raten, jetzt mal sein Fachmarktzentrum oder Büros zu kaufen? Ist das ratsam oder sollte man da die Finger davon lassen? Die Finger davon lassen würde ich in keinem Fall empfehlen. Es gilt aber durchaus die Grundregel, ich sollte mich gut beraten lassen, wenn ich davon grundsätzlich nichts verstehe oder das zum ersten Mal mache. Ich sollte mir Meinung einholen. Das Ganze hat ja viele, viele verschiedene Aspekte. Das hat Asset-Management-Aspekte, das hat Vermietungsaspekte. Ich muss die Mieter kennen, ich muss das Ganze steuerlich durchschauen. Das hat ja einen ganz anderen Komplexitätsgrad oftmals. Und das sind alles wichtige Themen. Wenn ich da aber gut beraten bin, dann kann ich das ruhigen Gewissens machen mit den Beratern meines Vertrauens. Aber die muss man erst mal finden. Einen haben wir schon hier, nämlich dich von EHL Investments. Ab welcher Größenordnung würdest du jetzt einen Investor beraten? Habt ihr Minimum-Ticket-Size oder würdest du auch einen 10-20-Millionen-Deal betreuen? Natürlich, also es gibt bei uns sowohl, und das fängt nicht mal bei 10 oder 20 Millionen an, sondern das fängt viel, viel kleiner an. Mhm.
Das sind auch die Millionen-Deals, das geht aber natürlich vom. Es gibt selten ein Limit. Wir machen auch Deals, die sind weit in den dreistelligen Millionenbereich, 300 Millionen, 400 Millionen. Das ist immer unterschiedlich, aber grundsätzlich ist es so, aufgrund der Größe ist es nicht so, dass wir sagen, das interessiert uns nicht, ist uns zu klein, sondern wir haben auch ein Team, das entsprechend aufgestellt ist, wo es tendenziell eher Experten gibt für die tendenziell kleineren Themen, für Zinshausthemen auch, ja. Auch im gewerblichen Bereich natürlich unterschiedliche Nuancen und das können wir alles sehr, sehr gut abdecken, aber es gibt kein Mindestthema, dass wir sagen, wir als EHL kümmern uns nur um die großen Sachen, die kleinen interessieren uns nicht, das ist auf keinen Fall so. Und ihr macht dann auch eine umfassende Investmentberatung oder bringt ihr nur das Asset und sagt, lieber Kunde, hier kannst du kaufen? Na, so einfach ist es nicht. Also wir verstehen uns als Full-Service-Dienstleister, das heißt, wir bieten nicht nur die Immobilie an, sondern wir können viel, viel mehr unseren Kunden bieten. Das geht von einer Commercial Due Diligence, das heißt, wir untersuchen alle wirtschaftlichen Aspekte des Investments, müssen auch nicht unbedingt das Investment nur anbieten, sondern schauen das als drittes Auge, als wachsames Auge auch für Investoren so an, geben unsere Meinung dazu ab über bestimmte Risikoprofile, über Themen, die dort beim Investment zu betrachten sind. Und durch die EHL-Gruppe können wir natürlich viele andere Aspekte ebenfalls mit abdecken. Das fängt an von der Vermietung in jeglichen Bereichen, vom Wohnen übers Gewerbe, also über Einzelhandel, Logistik und so weiter, bis hin zum Property Management und Asset Management und das sind und natürlich auch die Bewertung. Und das ist ein Service-Spektrum, das viele sehr, sehr zu schätzen wissen, weil wir direkt unsere Analysen oder unsere Erkenntnisse daraus ziehen, was unsere Leute vor Ort tatsächlich jeden Tag am Markt erleben. Kommen wir zu den Renditen. Bei den Wohnimmobilien ist es so, dass die Renditen immer weiter nach unten gehen. Wir sehen ja jetzt schon 2%, 1,5% bei Zinshäusern. Das heißt, die Mietrendite auf das eingesetzte Kapital ist relativ gering. Bei den Gewerbeimmobilien ist es ja noch ein bisschen besser. Da sehen wir 5, 6, 7%. Warum ist die Kluft so groß und wohin, glaubst du, entwickelt sich das Ganze? Die 5, 6, 7% sehe ich tendenziell weniger, muss ich ganz offen sagen. Ja, also so dieses typische Investment, wo ich im gewerblichen Bereich, wenn ich mir, ich nehme jetzt ein Beispiel, eine Büroimmobilie kaufe und habe auf jeden Fall meine 4,5, 5, vielleicht 6%, das ist bei Weitem nicht mehr der Fall. Das gibt auch im gewerblichen Segment, haben wir einige Transaktionen in dem Segment gemacht, wo man auch dort bei einer 3%igen Rendite ist. Natürlich ist das nicht die Regel, sondern das konzentriert sich ganz, ganz stark natürlich auf das Risikoprofil. Da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Im Wohnbereich ist natürlich das Risiko um einiges geringer aufgrund der Nachfrage. Ich habe auch viel mehr Nachfrager, die mir in die Wohnung reinziehen. Da gibt es eine fundamentale Nachfrage. Da stellt sich eher die Frage, kriege ich die veranschlagten 14 Euro Miete, kriege ich oder kriege ich vielleicht nur 13 Euro oder 12,50 Euro, aber ich werde niemals einen nachhaltigen Leerstand dort haben in der Regel. Im gewerblichen Bereich ist das Ganze schon etwas anders gelagert und dort kann ich natürlich solche Renditen erzielen. Das sehen wir auch, aber da muss ich auch ein anderes Risiko eingehen. Und das Risiko ist entweder lagebedingt, das Objekt bedingt, also sprich, ich habe ein Objekt, wo ich Hand anlegen muss, wo ich wirklich daran arbeiten muss, sei es aus Asset-Management-Sicht, sei es aus technischer Sicht, um das Ganze zu verbessern. Oder ich habe natürlich auch Mieterthemen, die ich dort nachverfolgen muss und entsprechend in die Vermietung bringen muss, damit ich meine Rendite auch hebeln kann und bekommen kann. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Gewerbeimmobilie mit der absolut maximal möglichen Rendite, es ist egal, welche Asset-Klasse in dem Bereich, würdest du dann sagen, Florian, kauf ein Fachmarktzentrum, kauf einen einzelnen Billa-Standort, kauf ein Büro, kauf ein Hotel, was würdest du mir heute empfehlen? Renditemaximierung. Renditemaximierung, glaube ich, geht wirklich ums zu maximieren, geht das, glaube ich, nur, wenn man eine Immobilie erwirbt, die entsprechend Entwicklungspotenzial hat. Das heißt, ich muss wirklich Hand angreifen und zwar auf allen möglichen Kategorien. Ich muss entwickeln, ich muss vermieten, ich muss dort wirklich signifikant investieren. Das Geld muss man auch haben, um dort nicht nur den Ankauf zu finanzieren, sondern dann auch das ganze Investment zu leisten, um die Immobilie zu verbessern, zu vermieten. Und dann kann ich natürlich eine sehr, sehr hohe Rendite generieren. Und jetzt zu deiner Frage zurück, welche Asset-Klasse das ist. Glaube ich, kann man nicht pauschal beantworten. Im
wieder ein Beispiel, eine leerstehende Büroimmobilie in einer grundsätzlich funktionierenden Lage, in die man aber signifikant investieren muss, um die wieder marktgängig zu machen. Das ist mit Sicherheit ein Investment, das sich nicht jeder zutraut, das aber natürlich am Ende des Tages eine hohe Rendite verspricht. Es ist bei Wohnimmobilien ja so, dass die Bank beim Ankauf sehr, sehr viel finanziert, bis zu 90% teilweise. Ist das bei Gewerbeimmobilien auch der Fall? Ist bei Weitem nicht der Fall. Also finanzierungstechnisch ergeben sich dort schon große Themen. Ja. Die Bank schaut sich das genauso an wie der Investor selbst, beurteilt das Risiko. Und wenn die Bank sieht, ich habe ein Vermietungsrisiko, beziehungsweise für die Bank ist es einfach immer das Risiko, fällt der Cashflow aus und kann der Kreditnehmer den Kredit nicht mehr bedienen, dann werden die entsprechend zögerlich sein. Das sehen wir. Also es gibt auch genug Transaktionen, die dann eher an einen Investor gehen, der entweder wenig finanziert, nur aus Eigenkapital finanziert oder dementsprechend solche Sicherheiten der Bank bieten kann, dass er eine schnelle Finanzierung nachweisen kann. Und der Finanzierungsaspekt ist aktuell, ist es sehr, sehr, weißt du selber besser als jeder andere, wahrscheinlich ist es sehr viel Geld im Umlauf. Und das Thema der Sicherheit, der Transaktionssicherheit ist ein ganz, ganz großes im Moment. Ja. Aber generell kann man sagen, an all jene, die jetzt überlegen, eine Gewerbeimmobilie zu kaufen, die sollten ein bisschen mehr Eigenkapital zur Verfügung haben als jetzt für ein Wohnpaket. Es sollte grundsätzlich natürlich mehr Eigenkapital zur Verfügung stehen. Allerdings darf man nicht den Aspekt vergessen, durch das Fremdkapital, durch den Leverage-Effekt kann ich natürlich am Ende des Tages meine Rendite wieder hebeln. Und ich muss versuchen, als jemand, der natürlich daran Interesse hat, so viel Rendite wie möglich aus einem Investment rauszuziehen, ist das naturgegebene Interesse, so viel wie möglich auch zu finanzieren, natürlich in der entsprechenden Struktur. Wenn das aber möglich ist, dann hilft es unglaublich, um den Renditekicker sozusagen zu haben aus der Finanzierungsstruktur heraus. Jetzt bist du mit deinem Team den ganzen Tag am Suchen, wo die guten Investments sind. Ja, die pickt die Perlen heraus. Jetzt würde mich interessieren, wo investierst du dein privates Geld? Das private Geld ist sowohl in Immobilien natürlich, also bei mir ist es... In einer Gewerbeimmobilie, oder? Nicht in einer Gewerbeimmobilie, das konzentriert sich sehr, sehr stark auch aufs Eigenheim und auf Wohninvestments, aber auch irgendwo am Aktienmarkt natürlich, man ist oder in entsprechenden Fonds, sowas wächst und gedeiht ja mit der Zeit. Hast du einen heißen Tipp, welche Aktien wir jetzt kaufen sollten? Da halte ich mich zurück, weil da bin ich bei Weitem kein Profi. Hast du einen Bitcoin? Habe ich nicht. Wohin glaubst du, geht die Reise am Kryptomarkt? Ich glaube, wenn ich das wüsste, dann hätte ich definitiv dort investiert. Die Frage ist immer, ob man dann zu spät kommt. Aber das ist immer im Marktzyklus die Frage, bewege ich mich nach oben, bin ich schon relativ weit am Scheitelpunkt oder wo geht die Reise hin? Ich glaube, da gibt es berufenere Personen, um das zu beantworten. Super, Markus, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ich hoffe auf baldiges Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Liebe Zuseher, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer über ein Like. Abonnieren Sie diesen Kanal, dann verpassen Sie kein Money Talks mehr. Wenn Sie Vorschläge haben, welche Themen wir hier in Zukunft öfter besprechen sollen, schreiben Sie uns bitte einen Kommentar oder ein E-Mail. Bis dahin bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.